So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit dem Lambo. Wir sind wieder bei der Firma Night Factor in Hamburg. Helge ist auch schon wieder am Start. Moin. Bevor wir mit Lambo weitermachen, gibt es erstmal ein bisschen Technik, weil wir sind ja eigentlich wegen der Technik hier. Und das kann man ja immer wunderbar in diese Videos ein bisschen mit reinstreuen, weil es etliche gibt, die sowas interessiert. Letztes Mal haben wir angefangen mit Thema Armaturenbrett. Das ist mittlerweile fertig. Das ist mittlerweile fertig. Mit schön giftiger grünen Naht. Viel Alcantara. Alcantara. Unterer Teil ist ein Leder. Mhm. Hier sieht man den Leder, genau. Ja, es sind schon echt viele Teile so, ne? Ja. Vor allem, bis das wirklich alles so genau so glatt drauf sitzt, keine Falten, kein gar nichts. Kann man das so, ich sag mal, falls doch mal eine Falte entsteht, kriegt man die so ein bisschen rausgebügelt, sag ich jetzt mal? Nee, oder? Eigentlich nicht. Du musst schon beim Beziehen, beim Kleben, musst du darauf achten, dass du dir keine Falten mit reinziehst. Das geht natürlich, in gewissem Maße ist das dehnbar, aber du musst schon darauf achten, dass das eigentlich passt, was du da zusammengebaut hast. Also es gibt nur ganz oder gar nicht? Eigentlich gibt es nur ganz oder gar nicht. Ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr, die theoretisch diese Arbeit können? Also kann jeder alles oder habt ihr gezielt einen für Armaturenbrett, einen für Lenkrad? Also das können fast alle alles, aber wir haben natürlich so ein paar Spezialisten, die sich auf Armaturenbretter oder auf Himmel und so spezialisiert haben, wo dann meistens die Leute das machen. Armaturenbretter können aktuell in dieser Qualität zwei. Okay. Hier sieht man jetzt auch schön, wir hatten ja darüber gesprochen, dass überall, wo eine Naht kommt, so eine kleine Falz reingemacht wird. Man kann halt sehen, dass das hier wirklich in der Oberfläche ist. Ja. Und dass die Naht nicht hervorsteht. Ne? Nicht hervorsteht, ne? Ja, krass. Hier auch die Erbeklappe. Ja. Baut ihr sowas dem Kunden auch ein- und aus? Ja, klar. Weil ich sag mal so, Armaturenbrett ein- und ausbauen, ich glaube, egal welchen Schrauber man fragt, weigern sich ja die meisten alle so. Weil man hat immer Angst, dass es knatscht und so weiter. Ja, ist eigentlich total unbegründet, weil, also gerade wenn du es belederst, hast du natürlich nachher mehr Material drauf und es wird eher ruhiger, das Auto. Also es wird nicht lauter, es wird ruhiger und man muss sich halt ein Konzept überlegen, wie man vernünftig die Teile alle einbaut und ausbaut, dass man auch nachher weiß, wo welche Schraube ist. Und wenn man das damit sich ein bisschen beschäftigt hat, dann ist das eigentlich kein Problem. Was halt nicht geht, ne, was jeder Schrauber vielleicht von sich zu Hause kennt, ausbauen alle Schrauben im Fußraum, nachher eine große Kiste und dann lässt das Auto zwei Jahre stehen. Und dann ist entweder Kiste weg oder keiner weiß mehr, welche Schrauben wo reingehören. Hast bei Amis hast du relativ wenig Schrauben, meistens so ein, zwei Versionen. Ich sag mal, Nissan GT-R zum Beispiel, das ist jetzt kein Ami, aber da war es ganz extrem. Du hast die gleiche Schraube für alle Teile gehabt, aber schwarz da, wo man sie sieht und silber, wo man sie nicht sieht. Das heißt, du hättest in den Fußraum werfen können und dann einfach nur gucken, wo was hinkommt. Wir machen das halt immer so, dass du pro Teil immer so ein kleines Kästchen hast, wo dann wirklich draufsteht, das ist Armaturenbrett, das ist Handschuhfach. Und wenn dann da fünf Schrauben drin sind und nachher sind fünf Schrauben wieder raus, dann weißt du, das Handschuhfach ist perfekt eingebaut. Meine Erfahrung ist auch ehrlich gesagt, je neuer die Autos geworden sind, da wurde es mit Armaturenbrettausbau sogar immer besser. Kommt immer ein bisschen drauf an, ist natürlich fahrzeugabhängig. Ich sag mal, so ein RS6 hat sehr viele Anbauteile im Armaturenbrett, ist sehr aufwendig. Mit den ganzen Steuergeräten, die hier reinkommen, mit den ganzen Luftdüsen. A3 hält sich dagegen schon in Grenzen. Wie lange braucht man ungefähr für so ein Armaturenbrett zum Ein- und Ausbau? Wir rechnen für Ein- und Ausbau um die 16 Stunden. Weil natürlich viel mit raus muss. Ne? Mitteltonne muss raus. Also wirklich einen Tag Ausbau, dann ist der Innenraum relativ weit draußen. Und für ein Armaturenbrett muss halt Mitteltunnel raus, Sitze müssen raus und A-Säulen raus. Dabei fällt mir auch ein, man kann mittlerweile hier in Hamburg für einen Neuwagen direkt besattelte Teile von euch bestellen. Es gibt die Möglichkeit, das sowas generell über einen Händler mitzubeziehen. Also wir machen das mit einem Audi-Händler in Hamburg, aber auch über jeden anderen Händler ist das möglich. Wir haben jetzt gerade eine Leasing-Anfrage, die quasi schon in der Planung ist für einen Mercedes-Kunden, der dann im November kommt. Und der bringt das Auto quasi direkt hierher und von da aus wird es dann erst an den Kunden ausgeliefert. Ja, wir haben letztes Jahr angefangen und dieses Jahr ausgeliefert eine G-Klasse, die sieht man bei uns im Portfolio. Das Auto, das hat der Kunde gar nicht gesehen vor. Das ist direkt von bestellt zu Mercedes. Der kommt aus Süddeutschland und das ist nach Hamburg geliefert worden, das Fahrzeug. Und von hier aus, also habe ich es dann bei Mercedes abgeholt und ist dann danach erst zum Kunden übergeben worden. Und die gesamte Abwicklung ist dann auch komplett über Mercedes? Teils, teils. Also wenn es in die Leasing geht, dann läuft es über Mercedes. Bei der G-Klasse ist es direkt über den Kunden gelaufen. Krass, so weit ist das heutzutage schon. Letzte Frage. Man sieht immer mehr so knallige Farben mit so einem Giftgrün. Ich sag mal, vor 10 Jahren wäre ja sowas noch undenkbar gewesen. Ne? Ist aber wieder modern. Ne? Ja, ist modern. Weil Grün
Grün ist gerade sowieso sehr modern. Ne? Lässt der Kunde dazu noch mehr Sachen in Grün machen? Ja, das ganze Auto. Ganze Auto? Okay. Das ganze Auto kommt so. Okay, dann wird das natürlich krass am Ende. Ja, Sitze, Himmel, also das ganze Auto. So, jetzt machen wir mal einen Hardcut und zeigen meinem Atomrad. Schon ist das am Atomrad fertig. Ging fix, ne? Ich überlege, wie lange das her ist. Das muss jetzt ja auch mindestens schon ungefähr 3 Jahre, würde ich sagen, her sein. Ne? Ich glaube, es ist sogar noch länger. So in dem Bereich. Ich glaube auch, dass es über 5 Jahre ist. Nee, also das Auto, vor 5,5 Jahren hatte ich den gekauft, glaube ich, so in dem Dreh, hatten wir festgestellt. Ja, irgendwie so in dem muss Dreh das sein. Und das war so in dem Dreh. Ja, aber ich finde nach wie vor diese Kombination Alcantara, Carbon und gelbe Nähte, einfach geil. Ja, sieht super aus. Es ist irgendwie Lambo halt einfach, ne? Und dann haben wir uns jetzt ja noch ein bisschen was mit Glattleder überlegt. Das heißt, so ein paar angrenzende Teile an das Armaturenbrett werden mit Absicht Glattleder, damit man so ein bisschen Kontrast erzeugt, ne? Was natürlich auch krass ist, wenn man jetzt so drauf guckt, da sieht man halt einfach, dass so ein Auto mittlerweile auch schon ins Alter gekommen ist, ne? Ja. Weil up to date ist so ein Tacho-Design natürlich, wenn man jetzt so diese voll digitalen Instrumente kennt, ne? Basis A6 oder was war damals die Basis? Weißt du das? Das Kombi-Instrument sieht sehr nach A6 aus. Ich glaube, A6 ist es nicht. Also es ist minimal anders als die ganzen Audi-Kombi-Instrumente. Mhm. Das weiß ich gar nicht so genau bei dem Teil. Navi war A6, glaube ich. Mhm. Navi war auf jeden Fall A6. Also es kann gut sein, dass das auch A6 war. Gute Frage. Ja, krass. So, und das ist jetzt alles auch genauso unterfüttert, ne? Genau, das ist auch alles so unterfüttert. Weil das ist ja wirklich auch alles. Was an der Oberfläche ist. Alles der Unterschied beim Lamborghini ist hier, dass diese Airbag-Klappe ab Werk schon als einzelne ausgeführt ist. Ja. Das heißt, hier gibt es eine Klappe, dementsprechend war das natürlich überhaupt gar kein Problem, das nachher so einzubauen, wie es soll. Und das ist natürlich jetzt auch mal ein Armaturenbrett mit tierisch Fläche, ne? Ja. Wenn ich hier so gucke, was da so an. Gerade nach vorne, ne? Die Scheibe sehr weit vorne beim Fläche drauf geht. Sitzt. Flache Scheibe. Ja. Ja, ich kann es kaum erwarten, dass dieses Armaturenbrett da reinkommt. Ja, die anderen Teile sind ja auch alle fertig. Mhm. Sitze, müssen wir gleich nochmal drüber reden. Ah, genau, Sitze, ja. Da sind wir beim richtigen Punkt. In dem allerersten Video habt ihr schon gesehen, dass die Sitze extrem ins Alter gekommen sind. Und, warte, wir holen mal einen kurz. Die Sitze sind halt 5,5, 6 Jahre alt. Ne? Genau, das war ja das allererste Teil, was ich bei euch machen lassen habe. Das ist eigentlich so ein richtiger Rennsitz mit FIA-Zulassung von Cobra. Ist natürlich extrem leicht in dem Carbon. Praktisch habt ihr geflucht beim Beziehen. Was halt, dafür ist ja nie gemacht worden. Ne? Ja. Das ist alles mit Klett zusammengebaut. Und man sieht das auch schon hier, dass hier hinten diese ganzen Sachen einfach nur draufgeklebt sind. Das ist ein Stoffbezug, der da drüber geht und dann willst du damit Rennen fahren. Und alles andere ist nicht gedacht. Und was man halt nicht vergessen darf, das ist 5 Jahre alt. Ne? Ja. Wir haben natürlich in den letzten 5,5 Jahren extrem viel dazu gelernt. Solche Sachen treten heutzutage nicht mehr auf. Was auch der Stick zum Beispiel ist mittlerweile eine ganz andere Qualität. Ja, stimmt, die Sitzflächen, das ist mittlerweile, sowas würde nie wieder passieren. Du hast eine Doppelnahtmaschine mittlerweile, das ist alles noch von Hand gefertigt worden. Die Qualität ist heutzutage eine ganz andere. Das heißt, ihr habt damals noch per Hand die ganze Nähte gezogen? Genau. Krass. Vor 5,5 Jahren. Wobei ich damals schon vor 5,5 Jahren die Idee geil fand mit dieser Stickung und so weiter. Das war ja Ferrari 458, glaube ich. Das war schon eine coole Idee. Ist aber lustig, wie sich, wenn man jetzt mal so alte Teile wieder sieht, wie sich doch der Standard bei uns auch geändert hat. Ne? Ja. Also das würde in keiner Welt heute so produziert werden und auch in keiner Welt würde das so ausgeliefert werden. Das heißt, der wird jetzt komplett nochmal gestrippt? Wir machen den auf jeden Fall nochmal neu. Ja. Weil das wäre ja total schade, wenn du jetzt ein ganz neues Auto hast, weil die anderen Teile sind ja auch teilweise aus späteren Night Factor-Epochen. Und das macht keinen Sinn, die Sitze da so reinzustellen. Kann man irgendwas davon nochmal verwenden oder komplett neu? Werden wir sehen. Das war eher so ein kritisches Nein. Also, das werden wir sehen. Okay. So, das ist die Polster wahrscheinlich auf jeden Fall. Aber so diese ganzen Bezüge und so, das, wir hatten die ja schon mal einmal nochmal überarbeitet. Aber es ist einfach irgendwann, ist es durch. Ja, klar. Wenn das einmal auch so faltig ist, ne? Ja. Okay, das heißt, ihr bereitet das vor und ich würde sagen, im nächsten Teil können wir euch das dann auf jeden Fall zeigen, weil das interessiert mich auch brennend, wie man es besser macht. Ja.
So, jetzt nächste Thema noch in unserer Technik-Talk-Runde heute. Lenkrad. Ja. Wir haben heute einen Lenkradkunden da. Da haben wir schon mal angefangen. Mhm. Die Fahrzeuge kommen hierher, wird morgens ausgebaut. Die Kunden haben sich vorher schon für ein Material entschieden, aber die haben noch die Möglichkeit, morgens was zu ändern. Aber wir brauchen tatsächlich den ganzen Tag. Ne? In unserer Qualität brauchen wir den ganzen Tag. Das heißt, die Leute müssen um 8 Uhr morgens da sein und so 16, 17 Uhr wird das Fahrzeug dann fertig. Und ja, hat er heute Morgen hier abgegeben, macht jetzt einen schönen Tag in Hamburg. Und wenn er wiederkommt, kann er mit einem hübschen neuen Lenkrad nach Hause fahren. Nach Hause fahren. Können wir uns mal angucken? Ja, gerne. So, Nina zeigt uns jetzt mal, wie das mit dem Lenkrad geht. Ja, genau. C63 Lenkrad? Wahrscheinlich 43. 43, ja, bin ich so der Mercedes-Experte. erstmal komplett zerlegen. Genau, ich habe das komplett zerlegt. Der Kunde kam mit einer anderen Spange. Er möchte gerne eine AMG-Spange diesmal auch eingebaut haben. Die passt nicht so ganz, deswegen machen wir den Bezug auch noch ein bisschen dicker. Also wir dicken das Lenkrad auf. Mhm. Hier ist eingebaut, wenn es hier drin ist, ist hier echt ein dicker Spalt mit dem Originalbezug gewesen. Mhm. Jetzt haben wir den neuen Bezug direkt dicker gemacht. Das heißt, die Spange wird danach dann passen. Ich habe den alten Bezug abgezogen, mir vorher eine Nähmarkierung gemacht, konnte damit dann neu zuschneiden. Da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ich hatte nämlich gefragt, was das für Striche sind. Genau. Aber das heißt, ihr könnt schon, ihr nehmt den alten Bezug wirklich immer komplett auseinander und nehmt das schon so als Muster. Wenn wir noch keine Muster haben, dann nehmen wir den alten Bezug, ja. Mhm. Genau, dann habe ich einmal ausgemessen, der Kunde möchte Nullsteller haben. Da habe ich dann hier auch so Nahtgräben reingeschnitten, wie sonst auch. Genau, da hatten wir letztes Mal auch schon einmal beim Armaturenbrett drüber, auch gerade drüber gesprochen. Das heißt, die sind so tief und so breit auch schon original oder ist das jetzt tiefer und breiter als original? Das ist von der Tiefe her ungefähr original und Breite so, wie wir es brauchen. Mhm. 12-Uhr-Stellung beliebt? Ja. Will jeder haben, ne? Ja. Irgendeiner meinte neulich zu mir, er möchte es nicht haben. Warst du das? Nee, ich weiß nicht. Also wenn man es schon mal neu macht, sagen die meisten ja, dann definitiv, ja. Okay. Cool. Haben wir ja bei mir beim Lambo-Lenkrad in Carbonsäure gemacht damals. Weiß ich noch. Und gelbe Nähte drumherum. Ne, nicht gelbe Nähte, sondern mal richtig Leder. Keder. Genau, ja. Richtig Keder rumgezogen. Mhm, ne? Genau. Mhm. Okay, also Lenkrad komplett schlachten, Einzelteile anfertigen. Genau. Dann habe ich noch den alten Kleber entfernt, dass die Oberfläche glatt ist. Und jetzt habe ich hier schon den Bezug zugeschnitten und zusammengenäht. Die Steppnaht fehlt noch außenrum, womit wir das später von Hand zusammenziehen. Mhm. Ansonsten ist er jetzt eigentlich fertig. Das heißt, hier kommt komplett nochmal einmal eine Naht drum und dann... Genau. Original war das ja auch quasi so. Links und rechts hier einmal lang genäht. Ah, okay. Und dann wird von Hand mit Nadel und Faden, ganz klassisch, jeder zweite Stich einmal genommen und das wird dann damit zusammengezogen, dass es am Ende... Okay, verstanden. ...rumpasst. Genau. Also richtig zusammengeschnürt. Ja. Und auch geklebt? Auch geklebt, ja, natürlich. Und mit Pech passt nicht? Mit Pech passt es nicht, ja. Aber meistens passt es. Da sind ja schon so ein paar Teile, ne? Bis man das Ding hier so zusammen hat. Und hier unten war jetzt dicker? Ich habe es jetzt rundherum dicker gemacht, weil sonst, wenn ich jetzt nur hier unten machen würde für die Spange, dann hätte ich hier eine Stufe zum restlichen Bezug. Das heißt, dicker ist jetzt das, was man hier zwischen sieht? Das ist das, was aufgefüttert genau, wird? Genau, ich habe jetzt von unten halt ein dickeres Material auch noch aufgeklebt. Das macht den ganzen Bezug im Vergleich zum Original, wenn du mal so in der Hand hast. Das ist schon Unterschied. Schon 1-2 mm dicker. Ja, genau. Fässt sich das dann automatisch auch ein bisschen weicher an? In dem Fall nicht unbedingt weicher. Es ist halt dicker und griffiger. Man könnte es auch mit Moosgummi machen, dann wäre es auch ein Stück weicher. Das ist original teilweise auch, gerade bei Mercedes. Aber die eigentliche Struktur von dem Lenkrad bleibt ja genau gleich, ne? Genau. Ja, krass. Ist schon eine Wissenschaft für sich, so ein Lenkrad zu beziehen. Das heißt, jetzt Steppnaht, dann zusammenschnüren. Genau. Weiter geht's. Ich sehe, es tut sich was. Ja,
haben schon ein bisschen was mal Probe gesteckt. Aber ich kenne das auch noch von damals. Lambo Innenraum, es ist halt kein Audi so ungefähr, ne? Es sind überall von hinten an den ganzen Teilen sind so gelbe Kunststoffclips. Jetzt ist das Problem, dass diese Kunststoffclips natürlich auch schon gar nicht mehr richtig in den Abdeckungen halten. Das heißt, selbst wenn du sie reingeklipst bekommst, fallen sie trotzdem wieder ab. Ne? Ja, neue wäre gut. Ja. Wir besorgen jetzt einmal Clips, einmal haufenweise Schrauben. Da habe ich mir auch was überlegt. Ich habe ein paar schöne Alu-Schrauben mit Carbon-Unterlegscheiben mit. Mhm, cool. Zumindest für, ich glaube, so alles, was so Abdeckungen sind, da kann man ja problemlos sowas eindrehen. Ja. Und es wird auf jeden Fall auch billiger sein, als zu Lambo zu fahren, Schrauben zu kaufen. Wahrscheinlich, ja. Ja, mir ist aufgefallen, wir haben eine Abdeckung vergessen. So, die darf natürlich hier nicht in dem Stoff bleiben. Die müssen wir auf jeden Fall noch auch in Alcantara machen. Und sonst wird das schon, ich sag's jetzt mal vorsichtig, Carbon, Alcantara, gelbe Naht lastig. Sieht hübsch aus, ne? Sieht echt hübsch aus, ja. So, also mit dem Teppich, ich bin begeistert. Das sieht richtig krass aus. Richtig cool. Ihr seht da nochmal so ein bisschen die Dämmung, die da jetzt hinter ist. Und das wird dann halt am Ende wirklich eine richtig schöne gerade Fläche, ne? Auch so mit dem Mitteltunnel und so. Das sieht auf jeden Fall einladend aus. Das wird hübsch, das Auto. Das wird wirklich hübsch. Dann noch diese krassen Fußmatten dazu und die Sitze drin. Das wird schon. Ein bisschen Arbeit haben wir auf jeden Fall noch vor uns. Geht aber in die richtige Richtung. Ihr seid erstmal wieder auf dem aktuellen Stand. Im nächsten Teil, würde ich sagen, geht es dann los mit der großen Montage. Weil ich habe nämlich gerade auch noch ein paar Dämmmatten entdeckt, die wir leider nicht mehr brauchen und aus Gewichtsgründen raus müssen. Raus müssen, ja. Die müssen natürlich raus, bevor das Armatur mit reinkommt. Und ich würde sagen, dann machen wir im nächsten Teil weiter. Ciao. Tschüss.